Ich stelle euch heute ein Buch vor, Miss Merkel, Mord in der Uckermark. Also ich glaube, wir wissen ja, dass Miss Merkel jetzt irgendwann dann mal aufhört. Ne? Sie gibt ja ihren Job als Bundeskanzlerin auf. Und wir fragen uns ja sicher alle, was wird sie denn dann wohl machen, nachdem sie jetzt so unglaublich viel Verantwortung getragen hat, ständig in der Welt unterwegs war. Und die Antwort ist hier drin. Miss Merkel wird nämlich in die Uckermark ziehen, ganz kleines Dörfchen. Und das hat sie ihrem Mann versprochen, dass sie dann Zeit mit ihm verbringt. Wir erfahren hier auch so ein bisschen intime Details. Sie nennt ihn Puffel. Total süß. Und wir erfahren auch, dass sie einen Mops Geschenk gekriegt hat von ihrem Mann zu ihrer Rente. Und den nennt sie Putin. Und zwar einfach aus dem Grund, weil Putin immer seinen großen Hund hat laufen lassen und sie hat total Angst vor Hunden. Und deswegen nennt sie den jetzt Putin und dann kann sie immer Putins Häufchen wegpacken. Das kennt sie ja schon von früher. Und sie geht jetzt da quasi auf den Markt, kauft ein, backt unglaublich viel. Und das Einzige, was sie von den anderen unterscheidet, ist ihr Bodyguard, den sie trotz allem noch hat. Und der wird, also dadurch, dass sie so viel backt, nimmt er so schrecklich zu. Und es ärgert ihn unglaublich, weil er dann immer noch mehr Fitness machen muss, damit er so ein bisschen fitter bleibt und nicht total aus dem Leim geht. Unglaublich witzig geschrieben. Auf dem Markt, sie will dann auch Freunde haben und sie überlegt sich, sie möchte eigentlich auch mal gerne beste Freunde, das hatte sie nie. Und sie lernt dann auf dem Markt eine Obstverkäuferin kennen, die sie dann wieder auf dem Burgfest trifft. Und da stellt sich dann allerdings leider raus, sie ist die Vorsitzende der AfD, das passt also mal gar nicht. Weiter ist es so, dass ihr Mann keine Lust hat, auf dieses Dorf, auf dieses Weinfest zu gehen, wo sie eingeladen sind auf der Burg. Und er stellt dann auch fest, dass der Wein sowieso ganz schrecklich schmeckt, den der Burgherr da so vertreibt. Deswegen sitze ich auch hier vor dem Weinregal bei uns. Das heißt, es wird euch als Leser sicher nicht passieren, weil Wein gibt es hier deutlich besseren als hier. Und dieser besagte Burgherr wird eben ermordet. Und die Angela hat zwar ihrem Achim versprochen, dass sie nicht mehr nach Berlin geht und auch keinen verantwortungsvollen Job mehr annimmt, aber sie kann einfach nicht anders. Sie muss was tun. Und sie fängt dann eben an, diesen Mord aufzuklären. Und es ist unglaublich witzig. Also es gibt da ein paar so witzige Stellen. Ich habe schon so herzhaft gelacht, weil ihr Achim auf dem Weinfest auch irgendwie so was ganz Schlaues zum Besten gibt und dann guckt sie ihn nur so an und sagt, Achim, was habe ich immer zu meinen Ministern gesagt? Und dann guckt er und sagt, ja, Schlauschlümpfe mag keiner. Und deswegen, also es gibt unglaublich viele nette Stellen. Es ist was ganz Lustiges, Einfaches, Schönes und wer Safier kennt, aus Mises Karma noch. Ich glaube, der macht nichts falsch mit dem Buch.